Hallo. Belanglos. Dieser wahnsinnige Koarek mischt die Karten komplett neu. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Physisch ja, und wir wissen nun, wie es funktioniert und warum es tatsächlich den Zyklus aufhalten kann. Es ist simpler, als wir gedacht haben. Es ist eine Konstruktion, die, sobald sie vollendet ist, in der Lage sein wird, die Hohen zu vernichten. Immateriell, ja. Am ehesten sind sie mit Kälte oder Schatten vergleichbar. Allgegenwärtige Elemente, die aber für uns ungreifbar sind. Energie, wenn ihr so wollt. Aber jede Energie hat auch ein Gegenstück. Kälte, das Feuer, Schatten, das Licht. Und die Hohen, das Leuchtfeuer. Die sie annulliert, ja. Stellt es euch wie eine Fackel vor, die im Moment ihres Zündens die Dunkelheit vertreibt. Nur, dass das Leuchtfeuer die Hohen permanent bannt. Ja, das sind die drei Fassungen, aus denen es Kraft bezieht. Sind sie gefüllt, kann das Leuchtfeuer entzündet werden und damit die Hohen annullieren. Zumindest laut den Aufzeichnungen. Aber ihr habt es schon gehört, wir wissen noch nicht, was die Quellen sind. Gebt den Arkanisten also noch etwas Zeit. Ich werde euch wissen lassen, wenn es Neuigkeiten gibt. Seht bis dahin zu, dass ihr euch angemessen ausrüstet. Manche der Nerimesen sind schon an Land und die Ausbrüche des roten Wahnsinns werden immer häufiger. Okay. Ich schätze, jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Dank euch tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Und wenn ihr ehrlich zu mir wart, dann werde ich es auch sein. Ist euch die Nacht der 1000 Feuer ein Begriff? Zwischen 8182 und 8190 nach Sternenfall gab es in Kyra eine Untergrundbewegung namens Roter Halbmond. Entstanden aus einem Haufen Denker und Philosophen, die unter all der Freiheit, die der lichtgeborene Saldrin ihnen auf Kyra gewährte, begannen, den Herrschaftsanspruch der Goldenen Königin anzufechten. Okay. Die Freiheit? Saldrin begriff sich als Gott der Weisheit und des Wissens. Dementsprechend beherrschte er auch sein Land und, besser gesagt, ließ es beherrschen. Keine Meinung ist auf Kyra verboten. Und neben den unzähligen Magierzirkeln gibt es auch Dutzende von Schulen und Universitäten, wo den ganzen Tag nichts anderes getan wird, als über den Grund des Seins zu diskutieren. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber eine scharfsinnige Bevölkerung ist nicht die stabilste. Der rote Halbmond ist der Beweis dafür. Ja, wie mein Sohn. Aber sie taten es wie die Feiglinge. Mit toten Kristallen in den Konferenzen des Rats und mit Morden. Zwar gelang es ihnen nie, die Goldene Königin selbst zu ermorden, aber ihr gelang es auch nie, sie unschädlich zu machen. Deshalb wurden wir 7 Jahre später einberufen. Eine Division des Götterordens, angeführt von mir, einem jungen Feldherr, noch keine 30 Winter alt. Keine ernstzunehmende. Nicht überall war der Götterorden so stark wie auf Enderal oder auch auf Nerim. In Kyra wurden wir verspottet. Ich habe den Haufen Hüter im Palast der Goldenen Königin gesehen. Sie waren lachhaft. Ein Haufen verfressener Bürokraten, die sich lieber den Gelagen am Hof als dem Willen der Götter widmeten. Okay. Einen Mond nach unserer Ankunft begannen wir anonymen Hinweisen über ein angebliches Nest des Roten Halbmonds zu folgen. Ein Stützpunkt in einem kleinen Küstendorf. Als wir in das Dorf einmarschierten, erwarteten uns die Ältesten vor dem Ratshaus. Die Dorfbewohner hatten sich hinter ihnen verschanzt, ein Pulk aus Menschen, und starrten uns angst- und hasserfüllt an, als wären wir Raubritter. Ich hätte dann schon merken sollen, dass etwas an der Sache faul war. Stimmt. Aber der rote Halbmond hatte Wort gesät, dass wir allesamt nichts als fanatische Schlechter wären,
bitte jeden, der die Offenbarung der Lichtgeborenen nicht Wort für Wort rezitieren könnte, mit dem Tod bestrafen. Na, super. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Ja. Das wollten sie uns glauben lassen. Und sie taten es gut. Eine vermummte Gestalt hier, ein Bogenschütze auf den Dächern dort. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Denn mehr als 3/4 von uns waren eingekesselt. Als dann ein Mann aus der Menge hervorgesprungen kam, gab ich den Befehl. Es war genau der Funke, den es gebraucht hat. Ja, es war ein Massaker. Die Dorfbewohner hatten Mistgabeln und Hirtenstöcke und wir hatten Schattenstahlschwerter. Schon nach den ersten Sekunden merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es ließ sich nicht mehr stoppen. Am Ende des Tages gab es 300 Tote. 10 davon waren Hüter. Wart ihr jemals in einer großen Schlacht? Selbst wenn wir aufgehört hätten, die Dörfler waren blind vor Angst und Wut. Es war aussichtslos. Ja. Und ich bin darauf angesprungen, wie ein Narr. Nach dem Gemetzel zog der Orden wieder ab. Wir hatten die gesamte Bevölkerung Kyras gegen uns. Und selbst die Herolde der Goldenen Königin konnten nichts dagegen tun. 2 Jahre später zerstörte sich der Rote Halbmond selbst durch innere Machtgefechte. Das Dorf ist heute eine Ruine. Vielleicht. Der damalige Großmeister und angeblich selbst die Seraphen hatten das Verständnis, das ich für mich nicht aufbringen konnte. Aber ich weiß eines. Dass ich mich bei meinen Entscheidungen nie wieder aus Angst um mein Leben aus dem Gleichgewicht bringen lassen werde. Was in Kyra geschehen ist, war die Schuld meiner Feigheit. Das wird mir in dieser Schlacht nicht mehr passieren. Ja. Ich habe 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und ein paar Erinnerungspunkte. Stamina, Mana. Komm. Ja, jetzt können wir weiterlatschen. Oder? Optional. Ah, so. Ja gut, dann, wo ist der tanzende Nomade denn? Also Marktplatz. Gut, gut. Da. Eigentlich müsste man, obwohl, kann man das Ganze auch ohne Markierungen spielen? Ohne HUD? Weil zum Zielen ist das sichtlich schrecklich, aber so. Ja, ich muss mal kurz gucken. 3 Erinnerungspunkte, 6 Handwerkspunkte. Ich habe doch hier bestimmt noch ein paar Bücher dabei, oder? Handwerkskunst, 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 Schlösser. Komm, ist egal. Verzauberung, leichte Rüstung. Gut, gut. Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe einen Handwerkspunkt und ein paar Sachen. Und was habe ich an Geld? Ja, ich kann mein Zeug alles wieder loswerden. Malfas zum Gruß. Wie nett von euch. Besser als früher auf jeden Fall. Ihr seid neugierig, wisst ihr. Ich war Vagabundin, wie man so. Ach, naja, sagen wir es. Das war etwas waghalsig, ja. Aber damals war mir das egal. Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen.
entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Uhu. Segnendes Wissen ins Zauberbuch eingetragen, okay. Ich will etwas kaufen. Aber immer doch. Ich möchte etwas verkaufen. Und zwar das Ding, Silberstahlbogen, die paar Dachten, das Ding. So. Boah, ich hätte mir das ganze andere Set anziehen können. Okay. Schreitet wohl. Einmal das andere Set anziehen. So. Hallo? Das Ding. Dann. Ruf. Spuren des Nordens, Augen des Nordens. Okay. Ja. Was habe ich denn jetzt hier an Geschicklichkeit? Oh. Heftig. Ja. Marien schleichen. Okay. Kann ich dir noch was verkaufen? Nein! An euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kilee und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Aber immer doch. So, jetzt bitte. Assassinen. Schuhe. Ach. Wohl. So, Objekte in der Leisches erhabenen Gewand. So. Aber immer doch. Ja, dann lass mich hier wirklich was verkaufen. So. Gift entziehen. Jetzt brauche ich alles nicht. Ne. Die beiden kann ich verkaufen. Und aber immer doch. Ja, lass mich doch kaufen. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, Gesellenbuch. Gesellenbuch Handwerk. Haben wir Handwerk für von ihr? Wir haben nur eins, Verzauberung. Komm. Eins können wir kaufen. Dann, Entropie und Elementarismus. Oder leichte Rüstung. Wo haben wir denn leichte Rüstung?
Hallo? Bin ich doof? So. Schreitet wohl.